Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Cornel und ihr seid hier bei Donkey Kong Country 1. Aero Chaos heißt das nächste Level und dieses werden wir nun betreten. Und ich sehe auch schon ein Secret und ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Und ich bin tot, also zumindest Jedi. Was ist das für ein Herkules? Und ich meine, oh, das ist ein richtiger Herkules, muss ich sagen. Ich habe eine ganz starke Vermutung und die heißt, nimm das Fass und metzel ihn nieder. Und es klappt sogar. Und ich weiß nicht, wie ich zum Secret hätte kommen sollen. Ja, was möchtest du? Oh, oh, das war gut. Let's play a video game. So, okay, I see. Gut, man kann anscheinend nicht mehr von den herunterfallenden Plattformen abspringen. Das habe ich nicht gewusst. Und ich würde trotzdem gerne wissen, wie man da rüberkommt. Da muss irgendwo... Ach komm doch. Ach, kann doch jetzt nicht wahr sein. I talk to myself. Macht mal ruhig hier. Also, von herunterfallenden Plattformen kann man nicht mehr abspringen. Das macht die ganze Sache mit der Biene ein bisschen komisch. Und da muss ich jetzt erstmal schauen, wie man das denn anstellen soll. Ich bin ein wenig nicht ratlos, das würde ich nicht sagen. Aber ich bin noch ein wenig überrascht. Komm schon, och, komm. Boah, bitte. Oh, ne. Habt ihr das gesehen? Dieser blöde Dachs oder was das immer sein soll. Hat sich so blöd unter uns gemolt, dass wir auf ihn gesprungen sind. Und... Oh komm! Jetzt darf aber keiner mehr leben. So, also... Natürlich dürfen die leben, aber nicht jetzt hier bei mir. Schauen wir jetzt mal. So. Ja, ich frage mich, wie soll denn der Sprung getimt werden, wenn ich... da sofort irgendwie... Oh, bitte! Bitte, was soll denn das? Das ist doch nicht mehr nett. Oh, komm schon. Ach, jetzt musst du ja echt... In diesem Level darfst du nicht warten. Du musst sofort springen. Es ist so krass. Das ist ja unglaublich. Ansonsten ist das... Kannst du das mit den Sprüngen nicht timen? So, gucken wir jetzt nochmal. Also, wir fahren hier hoch, wir fahren hier wieder springen weiter. Und dann... Okay, so hat es geklappt irgendwie. Bin davon jetzt auch nicht so unbedingt begeistert, aber es hat geklappt irgendwie. Und hier muss man direkt weiter springen. Hier darf man nicht warten, weil sonst haben die Bienen, die Zinger... Nein, aber ich finde es... Zum einen sind es Bienen und zum anderen... Was ist denn mit ihm, Alter? Er hat den Moonwalk oder was? Der Dachs macht Moonwalk. Das macht doch... Das ist, irgendwann reicht es auch. Irgendwann denke ich mir auch, was das Ganze so. So, hier geht's runter, runter, runter. Da ist das O. Da ist die Mittellinie. Und die nehme ich jetzt. Ganz gleich. So. Bitte, bitte. Och, danke. Och nö! Diddy Kong kann die Viecher nicht töten oder was? Das ist doch einfach nur unfair. Das ist einfach nur unfair gemacht. Das ist... Was soll ich denn da... Was hätte ich da denn jetzt anders machen sollen? Ja, so. I talk to myself. What the fuck? Ohne Spaß. Okay, es geht hoch, es geht runter. Das ist mit den... Ja, das ist schon ein Beispiel. Ist da unten Secret? Es ist mir gerade, um ehrlich zu sein, ein wenig egal. Nein, das sind nur Bananen. Das sind nur Bananen. Das ist wieder eine Verarsche. Das ist auf jeden Fall kein Secret. Und der ist tot. Das musste so sein, weil sonst wären wir da nie im Leben dran vorbeigekommen. Und gerade habe ich ein bisschen... Okay, da kommt wieder so einer. Ja, und jetzt?
Und jetzt, was zum Teufel? So, an dieser Stelle wurde ein kleiner Schnitt getätigt. Ich werde euch auch erklären, warum. Vielleicht seht ihr es auch an der Levelanzahl, wenn ihr die vorher im Kopf hattet. Ich habe hier gerade so unendlich oft gefailt, immer an der gleichen Stelle, genau an der, ich gerade eben auch gefailt bin. Und ich habe es einfach nicht gerallt und es war noch einfach so langweilige... Ich hätte auch irgendwann... Ich habe echt lange gefailt und... ich hatte auch irgendwann keinen Bock mehr. Da, es hat mich echt ein bisschen angenervt und ich muss sagen, es war meine eigene Dummheit, ja. Es war meine wirklich eigene Dummheit. Aber ich hatte einfach keine Lust, euch das jetzt hier zu zeigen, wie ich 10 Minuten lang an der gleichen Stelle sterbe und die ganze Zeit sage, och Manno. Deswegen habe ich jetzt hier einfach gleich einen kurzen Schnitt gemacht. So, an dieser Stelle war ich ja gerade und ihr habt gemerkt, ich war ziemlich ratlos. Und natürlich, achte auf die Bananen. Wir müssen uns umdrehen, damit die Kamera in die richtige Richtung zeigt. Ansonsten sieht man diese Plattform nicht. So, jetzt ist Diddy Kong gestorben. Und das ist natürlich nicht gut. Aber wir versuchen jetzt das Ziel zu erreichen. Da ist das G. Und das war bestimmt ein Fehler, oder? Nein, war es nicht. Wir haben die Kong-Buchstaben und wir haben das Level geschafft. Und darüber bin ich jetzt ziemlich, ziemlich froh. Ich hoffe, was heißt ich hoffe? Es ist nun mal so, ich habe es jetzt rausgeschnitten, weil ich auch einfach irgendwann so genervt war, dass es nicht mehr Spaß gemacht hat, mir zuzuhören, weil ich mich selber nicht mehr hören konnte. Aber wir haben es jetzt geschafft. Und hier ist der, zum zweiten Mal der Vogel. Er hat sich ein bisschen tätowieren lassen. Ist jetzt ein lila Kauz. So, zwei Treffer haben wir gesetzt. Könnte sein, dass wir jetzt... Muss man... Okay, man muss immer erst die Kokosnüsse abwarten. Aber ihr habt gesehen, wenn man drauf springt, dann kann man die irgendwie ein bisschen zurückhalten und die Kokosnüsse dann auch den Kokosnüssen oder was er auch immer ausspuckt, besser ausweichen. So, Treffer Nummer 1. Ihr seht, wenn man da einfach kurz auf ihn drauf springt. Och komm, so ein dummer Fail. So, zweiter Treffer. Muss er so weit oben sein? Ja, gerade hat es irgendwie besser geklappt. Gut. Der Boss hat auf jeden Fall angezogen. Ging da zum ersten Mal. Wahrscheinlich hat er keinen Bock, nochmal so fertig gemacht zu werden. Er ist auf jeden Fall um einiges schwerer geworden. Das kann man ihm lassen. Aber ich glaube, wir schaffen es jetzt. Komm schon. Geh drauf. Nein. Ach komm schon. Mit dem Kopf gegen einen Schnabel geköpft. Köpft. Ah, auf jeden Fall ist er stärker geworden. Das kann man ihm lassen. Und das sage ich jetzt schon zweimal. Und daran merkt ihr, dass ich es wirklich ernst meine. Wow, da kommen auch manchmal Geschosse raus. Jetzt haben wir es aber wieder ganz gut gemacht. Und jetzt kommt drauf. Und vier Treffer haben wir schon und er lebt immer noch. Und kommt drauf. Und das war's. So läuft der Kampf optimal ab und so geht es. Immer mit dem Trampolin ausweichen, das ist hier die Devise. Ich fand beim allerersten Versuch, ist eigentlich auch ganz gut. So, nach jeder Kokosnuss einmal draufspringen, weil dann hat sich das Ganze verzögert. Aber das konnte man nicht immer genau berechnen, wie man von dem Kopf dann abfällt und dann eventuell sogar auf die Kokosnuss fällt. Es ist aber jetzt Geschichte und meine Frage hat sich auch erledigt. Wir werden auf dem Schiff das Ende finden und damit fangen wir jetzt an. Und es ist das letzte Level hier. Es ist schon das Finale. Da ist er. Kommt das Ding zurück? Tatsächlich. Es kommt zurück. Müssen wir auf ihn springen? Gut, das ist jetzt nicht so schwer. Entspann dich, Junge. Okay.
Ist das alles? Ist... Nein, oder? Wow, komm klar. Ist das alles? Soll das alles sein? Soll das der Endkampf sein? Puh. Also schnell ist er schon mal. Ja, also das muss man ihm lassen. Was macht er jetzt? Ich kann es nicht... Ja, ich habe es nicht gesehen. Was? Was denn? Ja! Ja, komm mal klar. Kommt er klar? Was denkt dieser Arsch sich? Wow. Okay, das ist an für sich auch nicht so schwer und in dem Moment, in dem ich sage, okay, es kommt nochmal zurück. In dem Moment, in dem ich es sage. Sterbe ich. Ne, an für sich ist es nicht so schwer. Man muss einfach nur, ihr seht es ja, es ist einfach immer eine Kette. Und man muss aber warten, bis die Kanonenkugel runterfällt. Und ja, da hat die Kamera irgendwie ein bisschen gestreikt und mir deswegen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe ihn nicht richtig gesehen. Aber ihr habt gesehen, es ist halt immer so eine Kette von rechts nach links und man muss eigentlich immer nur eine Kanonenkugel ausweichen können. Dann hat man den Rest der Kette auch schon hinter sich gelassen. Man muss aber aufpassen, dass man... Man muss aber aufpassen, dass man die Kanonenkugeln nicht berührt, wenn sie auf dem Boden aufgeklatscht sind. Und jetzt habe ich nicht nachgedacht, dass er noch ein drittes Mal kommt. Ah, gut, aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, mit dem flinken Didi das Ganze zu machen. Und es klappt ja auch bis jetzt ganz gut. Kamera? Oh, das ist immer ein bisschen blöd, finde ich. Die Kamera, weil ich dann die Krone nicht sehe. So, klappt aber alles wunderbar. Das Ding kommt nochmal zurück. Wir machen es aber jetzt direkt auch hier, damit wir die Krone sehen können. Direkt in seiner Nähe, so. Genau, das hat ganz gut geklappt. Und wenn wir uns jetzt konzentrieren, wenn ich mich jetzt konzentriere, dann kann ich das jetzt auch schaffen. So. Kamera. Seht ihr, das ist echt ein bisschen blöd, muss ich sagen. Vielleicht mache ich es doch ein bisschen anders und erwarte hier die Krone. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht in diesem Moment. Es ist richtig schlecht gemacht. Das muss man jetzt mal sagen. Das macht die Sache echt komplizierter, als sie wirklich ist. Wir wechseln nochmal auf Donkey Kong, weil ich mit Diddy Kong da am Ende echt gut klarkomme und mir dann vielleicht einen Fail leisten kann. Aber ich muss sagen, das nervt mich ein bisschen, weil die Kamera dann nicht richtig um... Ja, jetzt, es ist... Ich muss mich jetzt konzentrieren. Es kann nicht sein, dass dieser Typ, der echt nicht schwer ist, so wie es ausschaut... Ich weiß nicht, ob er noch eine dritte Phase hat. Und die ist vielleicht dann auch wieder ein bisschen schwerer, aber die Phase und die zweite ist eigentlich nicht schwierig. So. Kann nicht sein, dass der mir jetzt hier so einen Stress macht. Also das Ding ist, dass die Kamera sich nicht schnell genug wieder zurück auf ihn wendet und dass man da nicht reagieren kann. So, schauen wir mal. Erstes. Warten wir hier. Auf der Seite ist das kein Problem. Da ist die Kamera viel, viel toleranter, sag ich mal. Also guckt, ich stehe ziemlich weit von ihm weg und sehe ihn. Und kann ganz in Ruhe, kann ich da dann reagieren. Aber hier, auf dieser Seite, ist es irgendwie nicht so. Guck mal, wie nah ich an ihm dran bin. So. Hier springen wir durch. Und das Ding kommt nochmal zurück. Dann springen wir hier durch und dann entfernen wir uns ein bisschen. Und weichen jetzt der Krone aus, haben es geschafft. Und es war es dann sogar. Soll es das gewesen sein? Soll es das wirklich gewesen sein? In tiefer Dankbarkeit an Codierung, Klapptrap, Charaktere, Kruscher, Kunst, Kritter, Konzept, Klump und Kommando, King K. Rool. Ende? Ist es das Ende? Ist es? Oder er steht nochmal auf.
Er steht nochmal. Er hat die Krone zurück. Und boah, zum Teufel! Was? Mein Mund steht offen. Ich bin erschrocken. Und ich würde sagen, das heißt Krieg. Und diesen Krieg, den seht ihr im finalen Part von Donkey Kong. Dort werden wir ihn erledigen. Dort werden wir King K. Rool erledigen. Koste es, was es wolle.